Es geht weiter mit Banishers. Im Schneegebiet sind wir jetzt unterwegs, im hohen Norden, im Gebirge. Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zum Let's Play. Und wir müssen uns den Weg weiter nach oben kämpfen hier. Weiter noch auf den Berggipfel hier hinauf. Und vielleicht mit dieser Bahn oder hier mit dem Seil, weil das da oben hinführt. Ist auf jeden Fall auch auf der Karte eine Verbindung nach oben zu sehen. Schauen wir mal. Leute, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Und auch vielen Dank für den Daumen hoch in der letzten Folge, wo wir auch wieder einen schönen Bosskampf hatten gegen eine weitere Geißel, die als Vogelscheuche versteckt war. So, dann schauen wir mal, was das hier für eine Bergstation ist. Und was wir hier alles finden. Okay, hier. Es ist wirklich eine Bahn. Und damit wir da hochfahren können. Ha. Schrei mich nicht an. Da oben. So, den haben wir. Eine Geldkassette hier einfach nur. Einfach so zurückgelassen. Da oben sehe ich doch auch eine Kiste. Ah ja, hier ist die Stelle, wo ich das Seil runterlassen kann. Da stand ich ja schon unten in der letzten Folge. Sehr schön. Abkürzung, dann brauchen wir nicht mehr durch den Pfad da vorne. Aber kann ich da oben hin, wo die Kiste war? Ja, hier. Hier ist noch eine Treppe. Hilfe, Tür ist zu. Die Tür ist einfach zu. Ist noch nicht mal. Kann noch nicht mal versuchen, die zu öffnen. Ist das doch keine Kiste zum Mitnehmen da oben? Ist das nur. Ne, guck mal, die leuchtet doch. Kann ich von hier die Kiste. Ich kann die Tür aufschießen. Haha. Na, daneben. Die hat sich bewegt. Immer fies, diese Türen, diese Ausweichmechanismen drin haben. Oh, hat beim zweiten Mal ja noch zum Glück funktioniert. Okay, ist auch nur die Kiste. Okay, haben wir. Mehr haben wir nicht. Kann ich noch ein Fenster gucken? Kann ich runter? Kann ich nicht runter. Schade. Hätte was an Zeit gespart. Wie der Wind hier durchpfeift, ey. So, dann schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Es fährt sofort los. Bye, bye. So. Du hast dich wacker geschlagen. Aha. Vielleicht muss ich dir jetzt dann mehr bezahlen. Sag nicht, du hattest Zweifel. Werd nicht übermütig. Man lernt nie aus. Was ist das Wichtigste bei einer Geißel? Aus vielen Schemen gemacht. Eine Geißel entsteht, wenn sich mehrere Schemen verbinden. Aber nicht immer. Okay. Eine Vogelscheuche zum Beispiel ist eine Geißel, die nur aus einem einzigen Schemen besteht. Ach was. Eine Geißel ist immer auf der Suche nach einem neuen physischen Körper und besteht häufig aus verschiedenen Materialien. Mhm. Sehr schlecht. Vielleicht würdest du eine einfachere Frage bevorzugen? Vielleicht über die Natur von Geistern? Vielleicht? Geister haben Ketten. Geister saugen die Essenz aus. Geister rauben die Essenz ihrer heimgesuchten Opfer. Manchmal, indem sie nervtötende Fragen stellen. Genau. Und manchmal geben die Lebenden wieder Worte. Ach, die beiden sind schon cool. Krasse Fahrt. Schöne Aussicht. Obwohl das ganze Gerät alt ist. Läuft es noch. Hier ist schon wieder so ein Ding, da oben. Da, am Fenster. Wie so ein Traumfänger. Hier ist das Wetter freundlicher. Vielleicht, weil wir einfach nur höher an den Wolken sind. Oh, hier ist wieder eine verfluchte Kiste irgendwo. Der Kundschafter. Noch eine Geldkassette. Okay. Ein altes Krankenmaul. Ich bin seit meiner Ankunft in Duiden erstaunt über den Mangel an gesammeltem Wissen über diese Gegend. Als würde für die Siedler die Geschichte des Ortes erst mit ihrer Ankunft beginnen.
Ja, die interessiert das nicht, was vorher da war und wer da vorher gelebt hat. Egal, das ist, die gehen da hin und sagen, das ist jetzt unser. Jetzt machen wir hier uns unsere Geschichte. So waren die nämlich damals eingestellt. Okay. Wen wundert es da, dass sie sich angesichts unerwarteter Ereignisse oft ratlos fühlen? Denn sie können nicht auf die von Generation zu Generation überlieferten Geschichten zurückgreifen. Doch sind wir weit davon entfernt, die ersten Bewohner in diesem wilden Gebiet zu sein? Daher sollen mir diese bescheidenen Seiten dienen, die Fragmente dieser unentdeckten Vergangenheit zu sammeln, die mir die wenigen Eingeborenen und Ältesten anvertrauen. Plötzliche Epidemien treten in diesem schönen Tal zum Beispiel regelmäßig auf. Meinen Nachforschungen zufolge waren sich die vielen Stämme der Bucht schon vor langer Zeit darüber einig, dieses Tal zu meiden, denn ihre Jäger und Menschen, die sich zu lange in der Nähe aufhielten, wurden oft krank. Oder noch schlimmer, sie brachten Krankheiten in die Siedlung mit. Ihre Überlieferungen sprechen von einem versteckten und verbotenen Ort in der Mitte des Tals, der den Spitznamen das kranke Maul oder das krank oder der kranke Mund trägt. Wie faszinierend, vielleicht könnte dies das Scheitern der früheren Siedlungen erklären. Ist das ein Loch im Boden vielleicht? Ein Krater oder so? Ich glaube, diese Warnungen sind mehr als nur ein Märchen. Es sind die weisen Beobachtungen historischer und sich wiederholender Ereignisse, die zu Geschichten verarbeitet wurden, wie wir es in der alten Welt tun. Diese Vereinbarung, sich vom Tal fernzuhalten, wurde laut dem einzigen Ureinwohner von New Eden ungefähr zu dem Zeitpunkt geschlossen, als die ersten Weißen auf Roanoke Island an Land gingen. Oh, Roanoke! Wird die Geschichte hier auch daran bearbeitet? Also um 1585 bedeutet das, seit mehr als einem Jahrhundert niemand mehr hier gelebt hat. Ich muss mehr darüber über die früheren Kolonien und dieser Gegend erfahren. Sicher geht es da meinen Schülern ebenso. Deborah? Oh, das ist von Deborah. Deborah Comius, Schullehrerin von New Eden. Deborah! Sie hat die Geschichte von Roanoke erkundet. Okay, das wird ja sehr richtig interessant. Also Roanoke ist ja eine große Legende aus dem von den amerikanischen Siedlern, weil es da eine Kolonie gegeben hat auf Roanoke Island, das war eine Insel, wo sich Siedler niedergelassen haben. Mal gucken, ob die hier was dazu sagen. Nee. Also da haben sich Siedler niedergelassen und irgendwann waren alle Siedler verschwunden. Es gab keine Überlebenden mehr und man wusste nicht, wo die Siedler hin sind. Das ist so eine Legende, die sich bis heute auch noch erzählt und die wird auch in vielen Geschichten verarbeitet. In vielen Serien und Filmen kommt das immer wieder auf. Supernatural zum Beispiel, alles so, was so mit übernatürlichen Geistergeschichten zu tun hat, beziehen sich immer sehr oft auf diese Roanoke Island-Geschichte, weil die Siedler halt einfach nicht aufgetaucht sind. Die sind einfach verschwunden. Das war eine ganze Kolonie, die einfach von einem Tag auf den anderen einfach weg waren. So. Und das Einzige, was man gefunden hat, waren, dass Leute bei den Häusern, die noch zurückgeblieben sind, Sachen an die Wände geschrieben hatten, wie Crawtone oder sowas. Und keiner wusste was davon. Also in Supernatural gab es da voll häufig irgendwas, was jetzt mit dem Verschwinden dieser Siedler in Roanoke zu tun hatte. Das ist interessant. Aber es passt halt auch in die Zeit, das hier auch jetzt hier in diesem Geisterspiel mit einzubauen. Warum nicht halt, ne? Das ist eine Geistergeschichte in dieser Zeit. Und das ist nicht weit weg von hier gewesen. Kann man machen. Finde ich gut. Und dann auch noch Deborah, die so aussieht wie der Albtraum. Ein Geist. Seid gegrüßt. Hast du das gehört? Hier drüben. Ein Geist, der mit uns so redet? Also kein Schemen? Okay, was haben wir in diese Richtung noch? Okay, hier vor Jericho, New Eden Town. Okay, New Eden Town geht also da lang. Also sorry für die Erklärung eben, aber als ich das gelesen habe, Roanoke, musste ich das unbedingt... Muss ich unbedingt mal drauf eingehen. So. Weil ich das auch immer sehr interessant finde, weil es ist halt. Ist es wahr? Ist es eine wahre Geschichte? Sind die Siedler wirklich verschwunden? Oder ist es einfach nur eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Das ist halt interessant. Und es gibt halt diese Geschichte, dass diese ganze Kolonie einfach verschwunden ist. Es ist eine Geister- oder eine Spukabteilung hier. Spukabteilung, Ermittlung.
Okay, hier war die, dann geht's hier hoch, dann ist hier nur die Spukabteilung, hier geht's dann weiter nach da vor Jericho und hier runter ist nur noch ein Fragezeichen. Wenn man so einen Überblick verschaffen will, damit ich weiß, wo es hingeht. Also dann kann ich ruhig hier da hingehen, da ist dann nur, nur das mit dem Geist, okay. Da oben steht sie. Oh, Buddy. Hast du das gesehen? Ja. Hinterher. Sie stand eben da. Keine Freunde. Sie hat keine Freunde oder sie will mit uns keine Freunde sein? Verzweifelter Geist, der eine Spukermittlung startet. Hier hört man irgendwas rum. Ja, da hängt noch ein Wolf. Sie vermisst jemanden. Vielleicht ist sie deswegen nicht ins Totenreich gegangen, sondern hier geblieben. Weil sie jemanden sucht. Schöne Aussicht. Rebecca Hargrave. Hartgrave. Da steht ihr Name. Rebecca Hartgrave. Ja. Okay, Antea, gut, danke für deine Anteilnahme. Sie sagt nichts. Rebecca Hartgrave, vielleicht wissen wir jetzt den Namen von ihr. Hier ist noch irgendwas. Ohne dich weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay, sie ist aufgeschmissen alleine. Ich glaube, die Hand hat gerade geleuchtet, weil da oben Booster-Markierungen sind, oder? Yo, Hallöchen. Da kommen noch mehr. Schon wieder schön rausgeballert hier. Da oben. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ja. Becker, bist du das? Habe ich gerade auf dein Grab gestanden? So, wo ist denn der Wolf? Hier leuchtet es wieder. Die Hand. Aber das ist doch da oben. Auf jeden Fall was zum Pusten. Meint sie uns? Also grüßt sie uns? Es kann nicht weit weg sein. Ja, ich weiß. Ich wollte nur den Wolf runterschießen. Oder wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich wechsle? Wir können da oben boosten. Ist sie da? Ist sie noch da? Sie ist weg. Schade. Ich dachte, wir können uns direkt neben sie stellen und mit ihr reden. Seid gegrüßt! Bleibt sie jetzt? Wartet! Buddy, komm zu mir zurück! Sie ist da unten. Sie ist sehr schüchtern. Oder sie möchte uns vielleicht irgendwo hinführen. Geht auf jeden Fall gleich hier runter. Was haben wir hier hinten noch? Ein Zelt? Ein altes Lager? Ohne dich weiß ich nicht, was ich tun soll. Magnetit. Ist bestimmt magnetisch. Das ist die Brücke, die wir zur Hauptgeschichte weitergehen müssen. Okay. Sehr schön hier. Da können wir mit dem Seil runter, okay. Ah, sie hat einen Wolf auferstehen lassen. Wie gefällt dir das? Na, das ist wieder so einer, mit dem ich ruhig nicht drauf schießen kann.
weil er wieder so schnell ausweicht. Spukermittlung aktualisiert. Da ist jetzt. Aber hier sind doch Pflanzen. So, bist du Rebecca Hartgrave? Seid ihr Rebecca Hartgrave? So heiße ich, ja. Wie kann ich euch helfen? Seid ihr diejenige, die die Wölfe anlockt? Wölfe? Welche Wölfe? Wer genau seid ihr? Ich bin Atea Duarte. Das ist Redneck Wraith. Wir sind Verbanner. Wisst ihr, was das bedeutet? Verbanner? Das bedeutet, dass ihr im Auftrag der Toten mit den Lebenden kommunizieren könnt? Das gehört auch dazu, ja. Wieso? Habt ihr jemand Bestimmten im Sinn? Ferdinando Miller. Mein Fardy. Der Tod hat uns geschieden, aber meine Liebe ist stärker. Ich bin wegen ihm zurückgekommen. Ich liebe ihn so unendlich. Aber er hat mich noch kein einziges Mal hier besucht. Ich muss wissen, weshalb. Okay. Ihre Liebe hält sie also noch hier. Aber hat Fardy dich auch geliebt, wenn er sich noch nie besucht hat? Am Grab? Krass, wie die Augen aussehen, ey. Wie seid ihr denn gestorben? Die nächste Frage ist leider nicht sehr feinfühlig. Könnt ihr uns sagen, wie ihr gestorben seid? Wir tauschten die Zivilisation von Uidentown gegen die kalte Wüste Fort Jerichos. Der Weg war steil und uneben und wir trugen eine große Last. Es war die Hölle, aber wir durchschritten sie gemeinsam. Ich war irgendwann wie benommen. Danach weiß ich nicht mehr viel. Immer heftigere Schmerzen, unkontrollierbares Zittern, Erschöpfung bis zum Tod. Fardy war wie immer an meiner Seite. Er hielt meine Hand, sagte mir, ich solle schlafen. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich hier, alleine. Okay. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Es war Markttag. Ich werde es nie vergessen. Es gab so viel Auswahl, exotische Waren. Ein Überfluss an Schätzen aus der ganzen bekannten Welt. Ich sah ihn in der Menge. Unsere Blicke trafen sich. Ich wusste es noch nicht, aber ich hatte gerade die Liebe meines Lebens gefunden. Ich konnte es mir nicht eingestehen. Anfangs zumindest nicht. Aber ich musste ihn haben. Und so kam es dann auch. So haben sie sich kennengelernt. Ich musste ihn haben, okay. Wo können wir denn den Fardy finden? New Eden ist groß. Wo finden wir ihn? Wir waren auf dem Weg nach Fort Jericho. Dort wollten wir einen Laden eröffnen. Es sollte ein Neuanfang werden. Für uns beide. Und jetzt ist er dort. Ganz alleine. Sie kann da nicht hingehen? Wieso geht ihr nicht zu ihm? Wenn ihr wisst, wo er ist, warum geht ihr dann nicht dorthin? Ich habe es versucht. Zunächst konnte ich ihn besuchen. In der Ruhe der Nacht, während er schlief, wachte ich über ihn. Aber jetzt hindert mich irgendetwas. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich muss wissen, dass es ihm gut geht. Okay, klingt interessant. Wir müssen jetzt weiter. Findet ihn. Bitte. Auf den ersten Blick klingt das eher danach, als wollte er sie loswerden. Vielleicht ist sie so eine Anhängliche gewesen oder sowas. Oder für ihn zu anhänglich und er wollte sie loswerden oder sowas. Vielleicht hat er ja auch irgendwas aufgestellt, dass sie nicht mehr dorthin kann. Vielleicht hat er ihren Geist gesehen oder so und schützt sich. Oder keine Ahnung. Erste Vermutung muss man ja mal haben. Der Geist von Rebecca Hartgrave liebt Ferdinando Miller. Der Geist einer respektierten Frau, reich und privilegiert. Sie tut alles dafür, elegant und bezaubernd auszusehen und liebt den Mann, den sie heimsucht, von ganzem Herzen. Oh, wollte der nur ihr Geld haben vielleicht? Fernando trägt einen Hut. Wow, waren das eben neue... Kommen da noch so viele Ermittlungen?
Mount Pleasant. Guck mal, ich bin ja hier im Wald, habe ich ja auch. Hier sind immer noch drei, die fehlen. Nuiden war ja nur einer. Dann hier die Spukermittlung, drei Stück, die ich noch nicht entdeckt habe im Wald. Und das hier ist Mount Pleasant. Nur das Gebirge. Auch nochmal hier. 4, 5, 6, 7. Krass. Erwarten uns nochmal viele, viele spannende Geschichten mehr. Dabei ist Mount Pleasant noch nicht mal ein großes Gebiet bisher. So, jetzt war ich hier noch nicht in der Höhle. Hier haben wir ein Lager für uns. Da hat uns jemand... Was denkst du? Ja? Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, ja. Das ist ein Gefühl. Verbirgt sie etwas? Nee. Sie sagte, er hätte sie nie besucht. Ja. Wieso? War die Erinnerung zu schmerzhaft? Nee. Oder gibt es einen anderen Grund? Er wollte ihr Geld. Da oben ist aber einfach noch was zum Runterlassen. Okay. Ich denke, er wollte ihr Geld. Ich gehe da erstmal vom Schlimmsten aus. Könnte da oben natürlich auch wieder ein Ausgang sein, von so einem Leerriss oder so, dass man da rauskommt. So, irgendwas Wichtiges, das haben wir. Entwicklung können wir machen und Inventar. Was können wir verbessern? Hier in dem Gebiet gibt es ja halt neue Sachen. Oh, die Flasche können wir noch einen verbessern. Auf Maximum dann. Voll geil. Auf 6. Makellos ist es dann. Hier, da braucht man Seelenscherben für. 36 da unten, für das Zeug. Makellos. Und das letzte ist Relikt ist das höchste. Da brauchen wir astrale Knochenfragmente. Aber guck mal, Elite-Juwele habe ich dafür sogar schon. Dann hätte ich eine voll aufgeladene Heilflasche. Cool. Sehr schön. Passt auf ein Maximum. Für alles andere reicht es noch nicht. Entwicklung, was habe ich für einen Punkt? Einen roten. Okay, da kann ich noch... Na, was denn lernen eigentlich? Gute Frage. Hier was, oder? Von den beiden. Der gehört zu denen, oder? Ja. Der war ja schon aktiviert. So, was habe ich hier? Nee. Perfekter Wechsel, nein. Aussaugende Verbannung. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, werden 20% der Lebenspunkte... Brauche ich gar nicht. Erstattung. Aktivieren. Aktivieren. Ich glaube, ich brauche hier gar keine roten Punkte mehr. Hier kann ich ja so wechseln. Weil da leuchtet der... Ne, den. Der und... Welcher ist denn mit denen verbunden? Der hier, oder? Ja. Okay, dann kann ich einen von denen hier lernen noch. Ich glaube das hier. Perfekter Wechsel direkt nach einem Angriff mit dem Gewehrkolben zu. Antär, um einen Schlagangriff auszuführen. Die wird schon ignoriert. Wechsel direkt nach einem Angriff mit dem Gewehrkolben. Ich weiß nicht mehr, wie man mit dem Gewehrkolben zuschlagen kann. Nehmen wir halt das. Jetzt bin ich aber hier in dem Baum auch fertig und brauche jetzt, werden nur einen blauen Punkt, um da weiterzukommen. Schnellreisen brauche ich nicht, Ausruhen brauche ich nicht.
Weiter geht's. So, bin ich aber hier in dem Gebiet fertig. Hand leuchtet wieder wegen dem Boost nur. Das habe ich. Hier gibt's nichts mehr. Also können wir noch hier runtergehen. Über die Brücke ist Hauptgeschichte, aber hier unten sind noch zwei Sachen. Noch mehr Wölfe. Scheiß Promenadenmischung. Noch jemand da? Hallo? Da. Achtung, jetzt meinen Sie wirklich ernst. Genug! So. Wieder ein wenig aufgeräumt. Oh, hier ist noch was. Viel Zeug liegen gelassen. Ja. Nicht nur gegenlaufen, auch den Kopf einziehen. So, das andere müsste dann irgendwo hier sein. Ein Alpha. Schnell. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Was das? Ja, er hatte zwei irgendwo da hinten hingezeigt, aber da kommt nichts mehr. Okay, da vorne kann man klettern. Müsste doch jetzt in den Bereich sein, wo die Fragezeichen sind, ne? Genau, und lauf jetzt direkt auf das erste zu, dann kann man hier hochklettern und dann zu dem anderen gehen. Da. Ah, wir kriegen wieder einen Lebensboost oder Geisterpunkteboost hier am Totem. Sehr schön. Darüber freut man sich doch am meisten. Altar des Totenreichs, 10 Geisterpunkte. Das da oben ist dann der andere Ort. Und dann ist ja auch noch der leere Riss noch in der Nähe. Die auch immer schwieriger werden, die Aktivitäten dort drinnen. Ah, die zweite Auskundschafterfigur hier. Kundschafter, der zweite. Die Kiste habe ich noch nicht gefunden, aber schon mal die zweite davon. Da geht's noch rein. Und nach oben. Wo geht's denn zu was? Ah, hier geht's zum Fragezeichen. Dann, okay, oben ist dann das. Ich hoffe ja, dass mich das dahin boostet, wo in der Höhle das Seil runtergelassen werden kann. Hier ist die verfluchte Kiste. Ah, da fehlt mir aber noch eine Figur. Ich habe nur bisher zwei gefunden. Alleine? Ja. Sie lernen es einfach nicht, oder? Noch einer?
Wieso ist denn der so rot? Und doch zwei. Na klar. Zeit zu glänzen. Oh yeah. Nein, nicht jetzt ausweichen. Bastard. Holy shit. So wird das nichts. Was ist einfach für einen roten Lebensbalken hat. Was ist denn der? Ja. Einfach so hier einer von den Golems? Ja, schön, schön. Ja, schön daneben geschossen. Bodenwellen. Ich glaube, der kann uns nicht sonderlich leiden. Oh, das war's. Überraschend. Ich meine, ich kann die Kiste noch nicht mal aufmachen und die wird aber stark beschützt. Kannst du mir nicht wenigstens noch die dritte Puppe geben? Die jetzt mal mitbringen können. Das wäre nice. Schon wieder ein Fluch. Ja. Aber mir fehlt ja 2 von 3 Kundschafter. Vielleicht kriege ich den noch da oben. Das wäre schön. Oder halt irgendwo in einer anderen Zone hier in dem Gebiet. Habe ich die erste Puppe nicht unten gefunden? Hier noch? Also hier? Bevor ich mit der Seilbahn hochgefahren bin? Ja, ne? Aber ich war ja zum Glück im jeden Gebiet bisher, dass ich eigentlich nichts verpasst habe. Könnte also noch kommen. Damit ich die dann plündern kann. Okay, Leute, machen wir in der nächsten Episode weiter. Wir haben hier natürlich noch weitere Erkundung vor uns. Und dann die Quest für Rebecca Hardgrave. Ist da oben was auf dem... Guck mal da, man sieht da oben das Kreuz, was da jemand hingestellt hat auf dem Berg. Ziemlich weit weg. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß heute beim Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Banishers. Haut rein, ciao, ciao.